Moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Willkommen in meinem neuen virtuellen Studio. Schön, dass ihr dabei seid. Ich möchte euch heute mal einen Veranstaltungstipp geben. Und zwar findet am 21.09., das ist ein Samstag, in Bremen-Blumenthal der E-Day statt. Übrigens haben wir da super Wetter bestellt, also kann gar nichts schiefgehen. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr alle mit euren Elektroautos aus ganz Deutschland dort vorbeischauen würdet, das Norddeutschlands größtes E-Auto-Treffen wird. Vielleicht wart ihr ja auch in Horb jetzt am Wochenende. Da waren ja viele hundert Elektroautos da und mindestens genauso viele wollen wir auch im Blumenthal haben. Also kommt alle vorbei, 21.09. Und was dort alles los ist, das erfahrt ihr gleich nach dem Intro. September 21. Bitte vormerken, das ist ein Samstag. Da ist in Bremen-Blumenthal der zweite E-Day. Und zwar ist es das größte Elektroautotreffen in Norddeutschland. Aber nicht nur Elektroautos sind das Thema, sondern auch Photovoltaik, Speichertechnologie, Wasserstoff, Diskussionen und Fragen rund um das Thema Ladestation. Was muss ich tun, wenn eine Ladesäule blockiert ist oder was kann ich überhaupt tun? Es sind viele YouTuber da, unter anderem bin ich da, Stefan Schwung von Schwungvoll ist da, Oliver Kröger von T&T Tesla ist da, Oliver Krüger von 163 Grad ist da, Dennis Wittus wird dort sein und moderieren. Also quasi die gesamte YouTube-Prominenz aus dem Norden ist dort. Und es wäre toll, wenn ihr auch vorbeischaut. Ihr könnt auch mitmachen, denn es gibt zahlreiche Mitmachaktionen. Zum Beispiel könnt ihr euch anmelden, um euer Auto interessierten Leuten zu zeigen, sie auf eine Probefahrt mitzunehmen. Das heißt, die Leute können bei euch einsteigen und ihr fahrt mit denen eine festgelegte Runde durch Bremen und zeigt ihnen mal ein bisschen was vom Fahrgefühl, von der Lautstärke, wie ist das mit dem Elektroauto zu fahren, wie ist die Performance, wie fühlt sich das an und was für einen Spaß macht es. Da sind sicherlich viele Leute da, die das noch nie gemacht haben und die sich total freuen, wenn sie mal in einem Tesla, in einem i3, in einem Kona, in einem e-tron oder in anderen Elektroautos, Zoe habe ich noch vergessen, oder Ioniq, was gibt es nicht alles, wenn sie da mal mitfahren können. Und natürlich können sie auch nicht nur in einem mitfahren, sondern eben auch in mehreren, um mal den Vergleich zu haben, wie so die Unterschiede bei den Autos sind. Dazu müsst ihr euch aber anmelden. Ich blende mal hier unten die Adresse ein. Da gibt es ein Formular und damit wir ungefähr wissen, wie viele Leute ihr Auto anbieten für eine Probefahrt, bitte meldet euch dort an und schickt das Formular per E-Mail ab an die Adresse, die auf der Webseite angegeben ist. Außerdem prämieren wir natürlich die weiteste Anreise. Das heißt, wenn ihr aus Süddeutschland kommt oder aus dem Ausland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Spanien, sonst woher, wenn ihr wahnsinnig viele Kilometer zurückgelegt habt, um uns beim E-Day im Blumenthal zu besuchen, dann könnt ihr einen Preis gewinnen. Und zwar der oder diejenige, der mit dem Elektroauto die weiteste Anreise hatte, die an einem Tag stattgefunden hat. Also Übernachtungen zählen leider nicht. Die Leute werden prämiert und die Jury sind Stefan Schwung und ich. Das heißt, wir werden euch auf der Veranstaltung interviewen, wo ihr herkommt, wie weit ihr gefahren seid, wie lange ihr gebraucht habt. Und werden natürlich eine Liste führen. Außerdem könnt ihr uns sowieso ansprechen, wenn ihr Fragen habt auf der Veranstaltung. Wir wuseln da den ganzen Tag rum. Wir drehen auch einiges. Ich werde Livestreams machen. Das heißt, ihr solltet dann nicht kamerascheu sein. Könnt das natürlich auch sagen, wenn ihr nicht aufs Bild wollt. Ist gar kein Problem. Aber ihr könnt uns immer ansprechen und wir sind eigentlich für euch da, für die Community. Und am Abend, so gegen, na, wahrscheinlich 17, 18 Uhr findet nochmal eine Sternfahrt durch Blumenthal statt. Das heißt, möglichst viele Elektroautos bilden eine Riesenkolonne und fahren natürlich in langsamer Geschwindigkeit durch die Stadt Blumenthal. Und das wird bestimmt ein ganz tolles Bild. Das war letztes Jahr schon so eine Riesenkolonne von Autos und man hört nichts. Also es ist wirklich ein fantastisches Bild gewesen. Und dieses Jahr wollen wir einfach noch mehr, noch größer, noch länger und noch schöner sein. Und dazu brauchen wir unbedingt euch. Also kommt bitte alle vorbei. Und last but not least ist natürlich der Abend auch noch nicht Feierabend. Da gibt es nämlich noch ein Rockkonzert. Also ab 18:30 Rockmusik mit Würstchen, mit einem schönen kühlen Bier oder auch alkoholfreie Getränke, je nachdem, wozu ihr Lust habt. Für euer leibliches Wohl ist gesorgt und ich hoffe, die Veranstaltung wird wahnsinnig toll. Ihr seid alle sehr herzlich willkommen und wir würden uns freuen, wenn wir einfach ja, hunderte von Elektroautos begrüßen dürften. Also macht euch auf den Weg am 21.09. ab 10 Uhr Bremen-Blumenthal. Webseite-Adresse blende ich hier unten ein. Dort ist auch die Adresse, wo ihr hin müsst, ist sehr leicht zu finden.
Also, wir freuen uns auf euch. Bis dann, macht's gut. Ciao.